Starker Wellengang im Süden der Philippinen. Mit heftigem Wind und Regen ist Taifun Molave auf den Inselstaat getroffen, mit rund 125 Stundenkilometern. Vielerorts fiel der Strom aus. Am Montag wurden 12 Fischer auf See vermisst. Es ist bereits der 17. Taifun, der die Philippinen in diesem Jahr heimsucht. Es wird erwartet, dass der Sturm am Dienstag Richtung Vietnam abdreht. Die dortige Regierung hat bereits eine Warnung für mehrere Provinzen herausgegeben.